Hallo Freunde und willkommen zurück zu Devil May Cry 3, wo wir in der letzten Folge gelernt haben, wie wir die Zeit kontrollieren. Dafür mussten wir nur einen Boss besiegen. Lief also alles ganz gut. Und Beowulf, der überlebt hat, hat sich mit unserem Bruder angelegt. War keine gute Idee. Irgendwie müssen wir unser Amulett aber noch wiederkriegen. Sowas sollte man nicht machen. Das tut weh. Wenn man zu tief schneidet, verletzt man seine Sehnen und kann die Hand nicht mehr nehmen, nutzen. Willkommen im Chaos, blutiger Kampf unter Brüdern. Wir haben einen neuen Stil bekommen. Quicksilver. Probieren wir es mal aus, würde ich sagen. Kann nur gut werden, ne? Sollte ich mal die Power ein bisschen erhöhen. Devil-Trigger gefressen hat. Okay, ja, das hält so lange, wie unser Devil-Trigger hält. Diese Statuen hier sind echt ätzend. Habe ich mich ein bisschen doof angestellt. Ich muss sagen, ich muss mal gucken, ob das gegen Bosse vielleicht echt was bringt, aber ansonsten ist der Stil nicht so meins. Da bleibe ich lieber bei den anderen. Swordmaster oder halt dem Trickster. Schnellstraße zur Hölle. Wollte gerade sagen. Das ist wahrscheinlich nur ein Shortcut. Es gibt hier auf jeden Fall Gegner. Oh, hier. Gefunden. So. Moment, haben die gerade geheilt?
könnten noch weitergehen. Oder durch die Tür. Ich glaube, wir nehmen erstmal die Tür hier. Na. Ich kann es nur betonen. Ich hasse solche Kameraschwenks. Wenn ich den weghaue, das dahin und wieder da lang. Er ist halt zurückgegangen. Muss ich hin denken. Was haben wir denn hier? Ein Uri-Halkon. Mächtigste Kraft, damit kann selbst das stärkste magische Siegel aufgebaut werden. Okay. Gut, jetzt hätte ich aber trotzdem gerne. Okay. Das Ding ist, glaube ich, einfach nur Tarnung, kann das sein? Schön. Wie gesagt, irgendwie liegt mir der Stil trotzdem nur bedingt. Ja, wenn wir den Tricks da weiter. Wollte nicht zweimal will drücken. Das ist ja nett. Wo führst du mich denn hin? Ich brauche wieder die Dings. E, C, B, A, S. Ich muss damit Doppel-S erreichen. Ihr wollt mich doch flachsen. Nö, da habe ich keine Zeit für. Bossfight. Hallo, Brüderchen. Mal wieder. Must more blood be shed? You seem to be in a bad mood. Dante. So, my mother's amulet is the key that unlocks the door to the demon world. Good plan, Pop. Just the opposite, actually. Originally, it was the key to the demon world, but was given to humans as a gift. It doesn't matter to me one way or the other. More importantly, I've come all this way.
sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, literally? Okay, bro. Come and get it, if you can. You are not worthy as my opponent. Das hat auf jeden Fall hart was von... ja, ich hab den Namen vergessen. Auf jeden Fall die Größte, die wir im ersten Teil hatten als Waffe. You will not forget this devil's power. Unworthy is my opponent. Voll gut aufs Maul, ne? Jetzt mal dreist. So, den aktivieren wir einmal. Rest in peace. Dass ich das Ding aktiviert habe. Dammit! Das war knapp. Aber... probieren wir das doch einmal aus. Wie Virgil denn da drauf klarkommt. Komm, noch schon alles. Okay, das ist ziemlich effektiv gegen Bosse. Yeah.
this may be fun. Stand still. In peace. Okay, es ist... Macht den Kampf ein bisschen schneller. Gut, wir haben trotzdem verloren, aber pst. Böses Pulletchen. Was hast du hier? Komm, lass mich doch mal hin. Der Vorteil ist, oh, das ist kein Vorteil. Es ist relativ nützlich. Das Rest in Beams. Wir können uns ja mit der Pistole ein bisschen länger in der Luft halten, als normalerweise der Fall ist. Das ist gegen seine Kombos ganz nützlich. Sorry, but this is no place for a little girl. So beat it. Shut up. You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. Ich frage mich immer noch, wie Dante Langschwert, Schrägstrich, was auch immer Rebellion genau ist, führen kann, als wäre es ein Degen oder so. Bravo! Bravo! Auch Chester. I never dreamed that things would go so smoothly. Well done, everyone! Well done! You. Don't be a bad girl, Mary. Or you can expect a spanking from Daddy later. Jester's gonna spank you, but spank you on the buffoon. I don't know where you came from, but you don't belong here. Now leave! Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-top condition. Damn you! You have lost.
Because you underestimated humans. What's going on? Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! It's time for your spanking, my dear. Oh. You want to know where the spell didn't break? Virgil? You have the two amulets and Sparta's blood. You had everything you needed to unleash the evil. I told you before, I don't like anybody who has a bigger mouth than mine. You are wounded and weak. Even I can do. To you! Two amulets. A set of Sparta's blood. Now I need one more key. He sacrificed two things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood and a mortal priestess. I needed you, in whose body flows the same blood as the sacrificed woman. His spell cannot be undone without your blood. It was quite a ride, you know. If any of you had died before getting here, our little plan would have gone to waste. Ha! Therefore, my job was to make you battle each other in order to weaken you. But at the same time, I had to guide you here and make sure that you were kept alive. I even went so far as dressing like a complete idiot. It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Whoa. Try me. It's time for the clown to bow out, Arkham. Dude, the show's over. Impressive. I expected nothing less from the Devil's descendants. But aren't you forgetting something, Virgil? The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome Chaos. Ja, läuft. Ja, viel zu lang gebraucht. Viel zu viel Schaden gefressen. Das war nicht so eine gute Runde, aber okay. Gut, ich würde sagen, auch diese Folge bleibt ein bisschen kürzer. Gibt mir einen sauberen Abschluss und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, sprich morgen. Wenn wir wahrscheinlich Arkham hinterherrennen und ich finde es bezeichnend, dass er Arkham heißt, wie Arkham City, Arkham Asylum, Batman, Joker, ne? Versteht den Drill. Auf jeden Fall, naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.